Ja, hallo liebe Freunde, heute ist der Tag der Wahrheit, oder ich sage mal besser, die nächsten 5 Minuten werden es zeigen. Und zwar habe ich mir hier so ein kleines Gerüst gebaut, weil ich alleine bin und mein 335er Modul, 1,70 Meter mal 1 Meter und paar 7 Millimeter, hier drauf setzen möchte, so wie das. Das ist aber nur ein 270er. Die Bretter habe ich drauf gemacht. Da sollen gleich also die Halterungen, die Winkel aufliegen, damit ich es hochschieben kann. Ihr seht, Werkzeug und so weiter. Schraubzwinge, Schnellverschlusszwinge habe ich auch hier liegen. Schrauben, alles griffbereit. Das habe ich gestern Abend alleine hochgeschmissen. Dann sollte ich diese 3 Kilo mehr ja auch hier hochkriegen. Ja, ich hoffe, es ist hier alles scheiße eng. Ja, auch beim Nachbarn liegt alles voll. Ich habe schon weggeräumt hier, dass ich überhaupt dahin kann. So, und jetzt zeige ich euch mal eben. Das ist mein schönes neues 335 WP Trinal Modul. Ich drehe es auch mal eben um hier. Hat irgendwas um 20 Kilo. So, ich gehe mal eben hier drauf. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ja, wie gesagt, Halterung habe ich schon dran gemacht. Oh, ja, viermal. Oh, das Kabel muss ich gleich noch eben losklemmen, dass ich da nachher nicht runterkrabbeln muss. Das mache ich jetzt eben noch, bevor ich die Platte in die Lüfte heben werde. So, ich stelle euch mal ab, und zwar da hinten in der Ecke, wo der gelbe Schlauch ist, rechts daneben auf die grüne Tonne. So, ihr Lieben, jetzt geht's los. Drückt mir mal die Daumen. Und damit ich die Platte auch kriege. Mene Miste. So. Step 1. Jetzt kommt der große Akt. Alte Scheiße. 'Gebaut. Aber okay, dann muss ich so jetzt aber. Zack, zack, zack. Dann verschenke ich. Scheiße! Sorry für die Ausdrücke, aber das gibt immer extra Energie und Kraft. Thank you.
So, der geht sich schon mal hier weg. So, dann ein bisschen höher schieben. So, das hätten wir schon mal vorab. Da muss er eventuell noch ein bisschen höher, wenn ich das sehe. Weil den Rahmen hatte ich eigentlich für 100 Watt Paneele gebaut. Und dann bin ich so kurzfristig auf den dummen Gedanken gekommen, gleich ein paar größere hier drauf zu schmeißen, weil ich die Teile günstig bekomme. So, gut. Das war eigentlich das Schlimmste. Haben wir erledigt. So, jetzt muss ich hier meine Sicherung wieder rausdrehen. Das hatte ich natürlich vorher angebohrt. Und so, Nummer 1. Da liegt er, glaube ich, noch auf, oder wie war das? Obwohl, ich mache den mal. Liegt er noch auf? Ist knapp. Ich mache ihn hier nochmal los. Und schiebe ihn nochmal 5 mm hoch. Weil ich muss hier zusätzlich noch ein paar Hölzer vorsetzen, damit ich überhaupt die Platten hier fest bekomme. Und ach so, jetzt kann ich auch das Brett hier rausnehmen. Wie gesagt, die habe ich eben mit einer Schraube kurz befestigt, weil sonst wären sie mir runtergerutscht. So, ihr seht, die wären sonst abgegangen. Okay, das war erstmal der Akt. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Und den Rest zeige ich euch nachher nochmal. So, jetzt nehme ich euch noch einmal kurz mit nach oben. Ich habe also 3 Winkel befestigt. Für den letzten muss ich gleich komplett oben aufs Dach klettern. Wie gesagt, dieses 270er habe ich gestern Nachmittag befestigt und installiert. Wie gesagt, der Rahmen war eigentlich für 100 Watt Paneele. Die wären 1,20 Meter mal 60, glaube ich, gewesen von Solartronics. Die habe ich auch noch da. Die nutze ich dann aber demnächst für meinen Campingbus, den ich ausbauen will. Deswegen musste ich halt hier, wie gesagt, diese Hölzer vorne noch vorsetzen, weil eben die Teile zu breit sind mit 1 Meter, beziehungsweise hochkant wollte ich sie nicht stellen, weil mir die Luftangriffsfläche hier auf dem Acker zu gefährlich ist, beziehungsweise es auch sehr heftig auffallen würde. Und das wollte ich eigentlich auch ein bisschen vermeiden. Nicht, dass mir die Dinger, also die hätten sonst hier über die Kante ca. 60 cm übergestanden. Ja, ungefähr. Ja, wie soll ich das zeigen? Locker bis hier hin. Und wir haben, also da seht ihr, da hinten ist die Sonne. Wir haben irgendwas um 18 Uhr paar kaputte. Also da ist Westen. Und bei Nordwestwind, dann haut hier gewaltig der Wind rein. Aber wenn ich hier wackel, dann wackelt das ganze Dach. Und hier natürlich jetzt mit dem Bild, weil ich habe hier nur so ein Wackelstativ. Ja, das hatte ich, glaube ich, schon mal kurz gefilmt, gezeigt. Und boah, jetzt muss ich mal hier auf die Wackelleiter. So. Winkel schätze ich mal irgendwas so zwischen 32 und 35 Grad, das habe ich noch gar nicht ausgemessen. Ihr seht in der Mitte, ist also minimal Luft,
so 3 cm, 2, 3 cm noch mit dem Kantholz. Das sind 40er, 42er mal 35er, glaube ich, 30er Dachlatten, die also die Zimmermänner nutzen, um ihre Ziegel da oben auf dem Dach irgendwie zu befestigen. Und ja, normal sollten die eigentlich, wie man da hinten sieht, die eine Strebe, bei den kleinen hätte ich ja praktisch zwischen zwei immer noch so eine Strebe gemacht, aber das ist alles soweit okay. Ja, das hintere, das läuft schon. Hier die 335er von Trina, oh, ich kriege den Namen nicht in der Reihe, die nutze ich jetzt für meine Inselanlage. Und in der Mitte habe ich gerade noch ausgemessen, also zwischen beiden Modulen habe ich noch mal 1,09 Meter Platz. Das heißt, da werde ich mal schauen, was ich da irgendwie Passendes finde, dass ich mir da auch noch eine draufknallen kann oder zwei kleinere. Mal gucken, wie ich das am besten hinkriege, eben dann auch für meine Inselanlage noch. Da brauche ich noch was. Und ja, das ist, muss ich nichts zu sagen, das kennt ihr. Ne? Zwar nur eine 248er, aber heute Mittag hat er wieder Aussetzer gehabt, wie doof, wo die Sonne relativ gut war. Jetzt so zum Abendchen blinkt er wieder die ganze Zeit entspannt grün. Okay, ich sag mal, das war's. Norbert vom Kanal, vom Camping am Kanal, da wo immer die Sonne scheint. Auch wenn man sie manchmal nicht sieht, aber heute ist sie wieder, ja, relativ gut da. Ja? Ich wackele hier rum wie ein Elefant. Ja, alles Gute von der Baustelle. Bis dann. Danke und ciao. So,